Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, obwohl ich angekündigt habe, dass es zur Weihnachtszeit jeden Tag eine Folge geben wird, habe ich mich dann doch entschlossen, zu Weihnachten ein paar Tage Pause zu machen, aber es geht jetzt endlich weiter. Wir haben den 31.12., somit die letzte Folge im alten Jahr, aber keine Sorge, es geht dann planmäßig wieder jeden Montag, Mittwoch und Freitag mit einer neuen Folge von Cities Skylines weiter. Und wir haben einiges zu tun, es gibt ganz, ganz viel zu tun und ich will eigentlich gar nicht zu viel über das Ganze erzählen, sondern ich möchte sofort loslegen. Und zwar, wenn man sich jetzt mal die Karte hier ansieht, Wahnsinn, oder wie unsere Stadt gewachsen ist. Vor allem dieses Schienennetz, was man hier links sieht, dann diesen Autobahnknoten, den wir da haben und auch die einzelnen Stadtteile. Also ich finde, das Ganze passt perfekt zusammen und ja, möglicherweise nehme ich das sogar dann als Screenshot und das für das heutige Thumbnail. Ja, keine Ahnung, schauen wir uns das ganz einfach dann an im Laufe des Spiels. Aber was kann ich dir zeigen? Und zwar, der Schiffsverkehr funktioniert einwandfrei. Man sieht, also wir bekommen Containerschiffe. Hier haben wir zum Beispiel eins, dieses Schiff bringt uns gerade Waren, der bringt uns auch gerade Waren und das gefällt mir ausgesprochen gut. Das erste, was ich aber jetzt noch gleich starten möchte, ist, ich habe mir überlegt, dass wir ja alles miteinander verbunden haben. Ja, wir haben ein separiertes Güterzugnetz, einen richtigen Ring. Wir haben nicht nur einen Autobahnring, wir haben auch einen Güternetzring. Wir haben sozusagen einen Personenverkehrsring, haben wir noch keinen, aber wir haben zumindest ein Personenverkehrsnetz, ein gut ausgebautes. Und wir haben ein gut ausgebautes S-Bahn-System mit einstweilen einer Linie. Wir haben ein gutes Straßenbahnsystem, wir haben ein paar Busse noch im alten Stadtbereich. Und ja, also man sieht, da gibt es noch einiges zu tun, denn auch Floridsdorf-Donaustadt werden zukünftig nicht nur noch mehr Straßenbahnen, sondern auch einen Autobus oder eine weitere Autobuslinie bekommen. Ja, und auch das U-Bahn-Netz wird erweitert werden, aber das separieren wir dann, wirklich in einer eigenen, ja, sage ich jetzt mal wirklich Episodenreihe, weil das wird sicher zwei Folgen mindestens in Anspruch nehmen. Und gut, jetzt habe ich auch schon verraten, was dann alles im nächsten Jahr losgeht. Also du siehst, das neue Jahr bringt viele neue Sachen auch bei Cities Skylines hier in unserer schönen Stadt. So, jetzt habe ich aber genug erzählt, jetzt möchte ich endlich loslegen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir jetzt einmal zuerst hier versuchen, das mit einer Aufschüttung zu lösen. Ich probiere das einmal, ja. Und zwar, jetzt haben wir hier eine Aufschüttung. Wenn ich jetzt sage, ich mache bis hierhin die Aufschüttung, okay. Dann nehmen wir diesen Node, ziehen den ein Stückchen nach hinten, selbstverständlich wollen wir den noch ein bisschen nach hinten ziehen. Ja, schauen wir mal. Dann sieht das gar nicht, ui, das sieht komisch aus. Dann müssen wir das anders machen und zwar mit Hilfe der Movit Mod, sagen wir, ui. Naja, warum eigentlich nicht? Oder schauen wir mal, Steuerung H. Und Steuerung H. Es wird immer schlimmer. Und nochmal. Ja, ich glaube, du kannst es hören. Ich bin nicht gerade glücklich mit dieser Lösung. Na, das geht gar nicht. Also tut mir leid, da muss man sich was einfallen lassen. Und zwar, ich würde ganz gerne sagen, dass du trotzdem wieder die Höhe hier hast. Warum das so komisch wird irgendwie? Muss man das noch einmal anschauen. Keine Ahnung, warum das jetzt so komisch wurde. Vielleicht kann man ja da noch ein bisschen nachhelfen. Na, das ist fürchterlich. So, ein bisschen mit Feinjustierung. Ja, das ist okay. Genau, dann geht es da runter und schön gerade über die Brücke. Das passt doch. Das passt wirklich. Jetzt fliegen wir da nochmal rüber. Schauen sich das an. Ja. Ja, das passt. Ich sage ja immer, das Auge spielt mit und in dem Fall wäre das jetzt ziemlich schlecht fürs Auge gewesen, wenn man da, so, machen wir das so. Das reicht. Und hier könnte man eventuell mit ein paar Punkte, ja, also ich glaube, das kann man auch so lassen. Gut, jetzt wird es interessant, nämlich wir brauchen eine Direktverbindung
Und wie kriegen wir die am besten hin? Das schauen wir sich jetzt an. Zuerst mal machen wir Anarchie an und dann lassen wir das so. Und jetzt sagen wir, wir hätten gern das. Wollen von diesem Node hier darüber gehen und wollen hier gern... Und wollen hier gern hier anschließen und das schalten wir aus. Dann kriegen wir genau das hier zusammen. Und wie sieht das jetzt aus? Also im ersten Moment gar nicht so schlecht. Die Kurve ist ein bisschen steil, aber das ist uns ehrlich gesagt egal. Wir haben hier angeschlossen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die Node-Controller-Mod. Man sieht schon, das ist alles ein bisschen suspekt hier. So. Ich will eigentlich diesen roten Punkt hier erwischen, den ich jetzt nicht erwische. Okay, dann ziehe ich dich auseinander, dann kriege ich dich, ziehe dich auseinander. Das ist ja schon einmal okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich... Also mal so, ja, genau. Das ist okay. Jetzt haben wir hier einen Node, den müssen wir noch so drehen und den müssen wir noch so drehen. Gar nicht so schlecht, was wir da jetzt haben. Noch einmal mit dem Node-Controller. Noch einmal mit der Movit-Mod. Was können wir hier noch machen? Können wir hier noch irgendwas... Können wir noch ein bisschen genau. Das machen wir so. So. Also ganz ehrlich, das kann man. Nein, das kann man nicht lassen. Aber das kann man. Ach, das ist wieder so komisch. Schauen wir mal, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen diesen Node hier und gehen da ein paar Punkte nach oben, dann produzieren wir da etwas, was richtig komisch aussieht. Können wir da noch ein bisschen nachjustieren. Aus irgendeinem Grund. Ah, das ist einfach zu hart hier, diese Kante. Na Moment einmal, was wäre, wenn wir jetzt sagen, wir können ja hier noch einen Node einfügen. Wenn wir jetzt den Node hier nehmen und mit dem das so machen und mit dem das so machen, dann kriegen wir da immer schlimmere Ergebnisse zusammen. Ja, das kann man so lassen. Jetzt haben wir hier eigentlich sogar eine halbwegs schöne... Man schiebt das Ganze nämlich immer etwas mehr zusammen und das ist das Problem, glaube ich, sogar hier. Vielleicht können wir jetzt mit dem Node-Controller hier sagen, okay. Das aber trotzdem lieber gern so. Dann können wir nämlich eventuell das so machen, das so machen. Okay, wenn ich jetzt den Node... das wird schon ein bisschen besser. Und jetzt machen wir das auch auf Schwupp. Und mal geneigt.
ziehen wir so. Das ziehen wir so. Ja. Dann passt das. Dann kann man wirklich sagen, so, ja, das Auge spielt mit. Das ist ein bisschen zu viel Schotter hier im Gleis. Können wir dann noch ein klein wenig nachhelfen, vielleicht mit. Immer schlimmer schon wieder. Gehen wir noch ein bisschen runter. Ja. Gut, Hauptsache wir haben jetzt die Verbindung hier. Die sieht gut aus und die ist hoffentlich auch funktionell, ja. Somit können die da auch in den Güterbahnhof einfahren. Das ist okay. Das kann man tatsächlich so lassen. Das gefällt mir. Ich habe wieder ein bisschen mit den Texturen auch herumgespielt. Das habe ich deswegen gemacht, da mir ja gewisse Texturen einfach so nicht mehr gefallen haben. Und das finde ich gar nicht so schlecht mit diesen ausgetrockneten Flächen. Ich habe das jetzt verwendet als neue Ölflächen. Man sieht es hier. Also das gefällt mir ein bisschen besser als dieses Grün. Und ich habe dafür das Erz dann mit diesem Grün hier ersetzt. Und das sieht dann ganz ein bisschen besser aus. Na, keine Sorge, da oben hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es sieht sogar bergig saftiger aus jetzt. Also das bergige Gelände sieht saftiger aus. Und hier haben wir sowieso mit den ruinierten Texturen, also mit diesen, ja, mit diesen ruinierten Texturen, sowieso noch ein bisschen was gelöst. Gut, weiter geht's. Wir haben da drüben noch was zu tun. Und zwar, einen Moment einmal, da waren wir. Und zwar ist für mich wichtig, dass das jetzt funktioniert. Das ist insofern gut, dass wir uns wieder ein paar LKWs ersparen, weil jetzt können die Züge direkt hier in den Schiffsfrachtcontainerhafen einfahren und auch ausfahren und in alle Richtungen. Und wir ersparen sich wieder ein paar LKW-Fuhren. Das ist gut. So, das hätten wir gelöst. Nächstes Projekt, und zwar, ich will ganz gerne, erstens einmal haben wir immer noch die Nachfrage nach Industrie, das heißt, wir können auch ein paar Bürogebäude setzen, und da wir da so eine große Fläche haben, hätte ich mir überlegt, dass wir hier ein Bürogebäude noch setzen. Da haben wir eine lange gerade Straße, das heißt, da könnte man ohne weiteres, könnten wir hier mit einer Straße arbeiten. Und zwar wäre es gar nicht so schlecht. Wir probieren es einmal. Ich hätte ganz gerne, damit das aber ein bisschen älter aussieht, würde ich mir ganz gerne das hier nehmen. Jetzt suchen wir uns einen passenden Node. Hier hätten wir einen Node und hier hätten wir auch einen Node. Ich würde gern eher den hier nehmen. Mal ein Stückchen rauf. Genau, und dann hier so ein Stückchen rüber. Das mache ich jetzt absichtlich etwas länger. So. Ah, man sieht's, da kann man noch ein bisschen nachjustieren. Das machen wir auch. Und zwar, jetzt ist mir das wieder im Weg. Ich brauche noch einen besseren Platz dafür. Auch fix noch einen besseren Platz dafür, aber ja, das ist jetzt nicht Thema der heutigen Folge. Ich brauche mal nur die Nodes. Und jetzt würde ich gerne nur die Nodes hier nehmen. Genau, so sieht das schon ein bisschen besser aus. Das ist. Da geht es mir eher mehr um diese Kante hier. Das ist okay. Jetzt sagen wir Steuerung H. Jetzt ein Autosave drin gehabt oder was war das jetzt? Na gut, ist nicht so tragisch, das passt schon. Und jetzt würde ich ganz gerne hier mal mit. Moment. Was möchte ich? Wo gebe ich dich eigentlich hin? Habe ich mich schon so gewöhnt, dass das da ist. Braucht man da irgendwas? Ja, eigentlich nicht. Naja, oh ja, ich muss da definitiv noch besser dran arbeiten. Ich blende das jetzt mal aus. So, dann gehen wir hier auf All und dann sagen wir hier Park. Wobei wir eigentlich auch Rec sagen können. Der hat nämlich die schönsten Parks im Moment.
Ich hätte gern einen Park, der da reinpasst. Ohne großartig viel Platz zu kosten. Ist gut gesagt, oder? Schauen wir mal, wie siehst du aus? Und du bist ein Spielplatz. Ein Spielplatz an der Hauptstraße ist insofern schön, als dass er auch gleichzeitig gefährlich ist. Denn wenn also mal ein Kind denkt, ah, jetzt mag ich nicht mehr schaukeln, zack, raus auf die Straße. Und ja, ich höre schon auf. Was haben wir hier? Wir haben hier nochmal ein Park. Parkplätze. Ich habe so viele Parkanlagen und so viele Parkplätze. Parking. Ich gebe jetzt mal nur Park ein. Vielleicht. Ah, Moment einmal, ich kann ja hier. Ah, nein. Wie ist das gegangen? Nur Custom. Kann ich hier eigentlich irgendwas anderes einstellen? Sorry, dass ich da jetzt herumtue, aber das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Was bist denn du? Okay. Wieder zurück. Ja. Die Text gehen wir auch weg, genau. Also, ich möchte da mal auf keinen Fall. Da müssen wir die nehmen. Geht gar nicht anders. So. Gut. Also, noch einmal. Ich werde mir gar nichts anderes. Ich muss das hier nehmen. Ich schaue mal. Wie sieht das aus? Sieht das gut aus hier an der Hauptstraße? Nein. Es sieht wirklich nicht gut aus wegen den ganzen Büschen hier. Ich brauche hier irgendetwas, was da reinpasst. Machen wir einfach ein Netzwerk. Geht also, gebe ich mal weg. Jetzt schauen wir mal, wenn ich hier jetzt Grass eingebe und gleichzeitig aber sage. Oh, du bist aber schön. Hey, Moment mal. Wir haben ja sowas auch. Jetzt muss ich das irgendwie ausrichten. Ich kann da nämlich ein Prop hier. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich jetzt dauernd verdrücke. Das Problem ist, dass es dann so plötzlich springt. Ich glaube, wir können das hier hinsetzen. Das sieht gut aus. Aber leider ist es mir zu klein. Ja. Ganz ehrlich. Das ist okay. Das machen wir jetzt so. Da kommt noch. Da kommt noch einmal das hin. Jetzt nehmen wir noch einmal das hier. Zack. Das sieht doch cool aus. Das lassen wir fix so. Das Einzige, das ich da jetzt noch machen möchte, ist. Müssen wir hier noch einen Weg reinziehen? Ein
einfach nur ein Weg. Also wirklich nur einfach nur ein Weg. Genau. Mit Hilfe der Movid Mod sagen wir ganz einfach, du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Genau. So. Und so. Perfekt. Und jetzt sagen wir noch einmal, ich hätte gerne. Zielst du unter Gebäude? Ja, du bist ein Gebäude. Ich hätte gern euch beide. Ich hätte euch gern kopiert, gedreht. Dann können die da auch durchwandern. Das sieht schön aus. Das lassen wir. Das passt, das gefällt mir. Und jetzt würde ich da ganz gerne noch etwas nachjustieren, und zwar jetzt brauchen wir mal dieses Gebäude, oder beziehungsweise jetzt brauchen wir nicht nur dieses, sondern jetzt brauchen wir mal ein Gebäude. Das Problem ist, ich weiß ja schon, was ich gerne machen möchte, und deswegen habe ich jetzt dieses Gebäude gesagt. Nämlich wieder ein bisschen was experimentieren. Ja, genau. Das haben wir schon, das haben wir schon. So, zack. Zack. Wo ist jetzt dieses Gegenstück? Das ist das Gegenstück dazu, genau. Jetzt nehmen wir das Gebäude, jetzt müssen wir das nochmal abreißen hier. Dann müssen wir das noch einmal nehmen. Das haben wir ja schon einmal verwendet, und zwar haben wir das in Simmering drüben verwendet. Jetzt. 1, 2, 3. Kopieren wir uns das Ganze. Setzen es so hin. Markieren uns das Ganze noch einmal. Machen Procedural Objects draus. Drehen das gute Stück. Genau. Haben wir ein Autosave drin? Sehr gut. Ist immer noch Autosave drin. Passt. Ja, ich weiß. So. Sollte vielleicht Procedural Objects aktivieren, dann klappt es auch mit dem Verschieben. Und dann glitschen wir das einmal so zusammen. Und man sieht, es ist zu hoch. Das heißt, wir müssen dann ein paar Punkte runter. Okay. Mehr. Höhe anpassen auf. Das geht gerade nicht. Brechen. Gruppe bilden. Okay, ich krieg's jetzt nur so, aber ich will das ja eigentlich. Jetzt passt es wieder. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Kann man das nicht irgendwie feiner? So, irgendwie hat es heute den Wurm drin. Kommt mir zumindest so vor. Genau, mit gedrückter Alt-Taste lässt sich das Ganze nämlich fein justieren. Siehe da, es sieht nahezu perfekt aus. Jetzt haben wir da einen Baum drin, den wollen wir ja unbedingt haben. Das heißt, wir nehmen jetzt die Bäume und wir entfernen die gleich. Sollen wir sie entfernen? Nein, wir pflanzen sie um und setzen es ganz einfach darauf. Dann haben wir hier schon mal die Bäume weg. Ist schon wieder ein Baum drin. Echt jetzt?
irgendwo was drin, was nicht hingehört? Noch was. Habe ich das vorhin mitkopiert? Okay, gut. War nicht mein Ziel. Perfekt, so gefällt mir das. So können wir das auch lassen. Das gefällt mir auch sehr gut. Jetzt können wir weitermachen. Und zwar, wir brauchen noch ein paar. Wir brauchen noch ein paar von diesen Gebäuden hier. Das haben wir ja schon. Der würde mir zwar da drinnen gefallen, allerdings hängt er mir dann ein bisschen weit hinein. Aber das ist nicht so tragisch, weil wir machen dasselbe einfach mit den Gebäuden auch. Und zwar, wir kopieren die drei. Das sollten wir mal gleich richtig setzen. Das machen wir gleich einmal. So. Zack, genau. Jetzt haben wir die drei. Dann machen wir aus den drei Gebäuden gleich einmal Procedural Objects. Jetzt. Ey. Drehen das Ganze. So. Na, komm her, mein Freund. So. Passt's von der Höhe her? Ja, perfekt. Die haben jetzt... Irgendwie sind die jetzt doch nicht richtig gleich, oder? Täuscht mich das gerade. Ja, da haben wir jetzt das Problem, dass wir da wieder ein bisschen nachjustieren müssen. Das lassen wir so. Und jetzt sagen wir, dieses Gebäude, Steuerung H gleich diesem und dieses Gebäude mit Steuerung H gleich diesem. Genau. Und jetzt müssen wir da ein bisschen nachjustieren mit dem hier. Ah ja. Ah, da müssen wir noch ein bisschen nachglätten. Ja, das ist in Ordnung. Jetzt können wir natürlich mit den Bäumen wieder arbeiten. Holen uns hier die Bäume und bringen die auch an einem neuen Ort. Jetzt haben wir das. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen können, ist, dass wir hier sagen, wir hätten gerne das hier, genau. So. Jetzt nicht wundern. Ich möchte dann nämlich jetzt nehmen wir das. So. Ist das so, wie ich mir es vorstelle? Fast. Ich hätte es gern so. Wie sieht das aus? Das ist in Ordnung. Jetzt holen wir uns den Node hier dazu. Haben wir denn in der Mitte noch einen? Nein. Jetzt kopieren wir das Ganze. So. Das sollte jetzt passen, genau. Jetzt holen wir sich die Unsichtbaren. Zack, zack, zack. Dann holen wir uns hier die Concretes.
Dasselbe machen wir in die Richtung. Super. Was wir jetzt auf jeden Fall fix brauchen, ist hier einen Überweg. Aha, die gehen da eh schon hin, wo sie hin müssen. Jetzt brauchen wir hier mit Hilfe des Node Controllers, hätte ich exakt genau gerne hier einen Übergang. Müssen wir jetzt vielleicht hier noch einen Node verschwinden lassen? Nein, das hat er selber gemacht. Genau. Das können wir entfernen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Weg. Da holen wir uns aber, haben wir da irgendwas Schönes? Kann man da irgendwas Schönes verwenden? Nein, da fangen wir wieder mit was Neuem an, und zwar nehmen wir Standard. Zack, das machen wir so. Einmal hier. Und einmal da. Perfekt. Können jetzt hier auch runtergehen. Das ist auch gut. Das können wir so lassen. Jetzt schaue ich einmal, wenn wir da jetzt wieder hingehen. Hier jetzt wieder sagen, das hier und uns da so einen Turm suchen. Den haben wir schon platziert. Okay, das haben wir noch nicht. Bank of Skylines. Ja, das ist mir zu groß für diesen Teil hier. Das geht gar nicht, aber es würde mir sehr gut gefallen. Nur leider keine Chance. Egal, dann sagen wir nicht Groibles und Rico, sondern wir sagen nur Groibles. Aha. Haben wir nichts Turmiges dabei, dann gehen wir nochmal auf die Vanilla-Gebäude, geben die Customs weg. Genau, dann haben wir schon ein bisschen mehr Auswahl. Das schaut komisch aus. So ein Turm? Ja, warum nicht? So, Moment. Sieht doch gut aus. So. Und jetzt beide. Ah. Beide Türme. Okay. Okay, okay, okay. Wie kriege ich jetzt? Dich will ich haben. Dich will ich haben. Genau. Perfekt. Das Einzige, das mir gerade nicht so gut gefällt, ist, dass die hier überhaupt nicht die richtige Höhe haben. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal Procedural Objects. Ja, da müssen wir jetzt wieder sagen, Gruppe auflösen, danke, dann hätte ich gerne dich entfernt jetzt. Dich gleiche Höhe mit dem und dich gleiche Höhe mit dem. Nein? Okay, also dich, Steuerung H. Genau. Perfekt. Jetzt zwecks Optik können wir dann noch einmal alles Procedural Objects und Gebäude nehmen. Ganze ein bisschen nach hinten. Genau, dasselbe machen wir hier. Auch ein bisschen nach hinten.
So. Wunderbar, dann kommt hier noch ein Parking hinein. Jetzt können wir eigentlich gleich wieder auf Rex seine Parkplätze zugreifen. So, Moment. Nein. Ganz ehrlich, das machen wir fix so. Machen wir so. Sieht gut aus. Dann holen wir sich noch ein Concrete. Einen hier, einen da. Das ist okay. Den Node ziehen wir noch ein Stückchen nach vor. Ja. Seid ihr nicht gleich hoch, oder wie? Das geht gar nicht. So, du liebes Gebäude, gleiche Höhe wie das hier. Dankeschön. Perfekt. Jetzt haben wir da schon wieder irgendeinen Fehler drin, oder? Genau. Sieht gleich besser aus. Hier. Ja, da haben wir jetzt die Säulen drinnen. Genau, aber das ist nicht so schlimm. Das stört mich gar nicht. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir da noch Wege durchziehen müssen. Und zwar brauchen wir da noch mal einen Weg durch. Genau, richtig. Mit Hilfe der Movit Mod ziehen wir es auf die richtige Länge. Gern bis hierher. Kopieren uns das gute Teil. Setzen es so hin. Passt perfekt. Jetzt holen wir sich dann noch ein bisschen was. Wir könnten rein theoretisch das hier nehmen, dann sagen wir, wir forcen hier die Zoning. Genau. Das sieht cool aus. Das lassen wir so. Was wir halt noch machen, ist, dass wir eben das ein bisschen darüber schieben. Genau. Dasselbe Gebäude hätte ich gern hier. Das ist in Ordnung so. Das machen wir so. Da können wir jetzt wieder mit den Concretes arbeiten. Dass wir hier eben so. Perfekt. Das lassen wir so. Ah, Floridsdorf wird immer besser. So. Jetzt
hätte ich das, jetzt hätte ich hier noch gerne, habe ich gesagt, hier hätte ich jetzt noch gerne auch irgendeine Parkgeschichte. Wo fährst du eigentlich hin? Aha. Wo willst du hin? Okay. Er ist ein bisschen verwirrt. Nicht so tragisch. Das Interessante ist nämlich, dass ich hier da jetzt nicht unbedingt einen Park setzen kann. Aber das Teil kann ich setzen. Na, tut mir leid, das kommt weg. Das geht so gar nicht. Deshalb nehmen wir einfach Concrete. Pflanzen uns hier die Concretes hin. Da können es durchgehen, man sieht, es funktioniert. Das hätten wir jetzt auch gut gelöst. Und ich finde das hier an der Hauptstraße, das passt richtig gut zusammen. Da werden die Leute gehen da schon die richtigen Richtungen. Was wir mal hier auf jeden Fall machen können, ist gleich einmal vorweg eine zeitgesteuerte Ampel einrichten. Allerdings muss man sich das dann noch in Ruhe anschauen, beziehungsweise ich schaue gleich einmal rein, eben aus dem Grund, was haben wir denn hier mal kurz Stopp, dann haben wir die erste, zeig mal her, was du machst, ja das machen wir anders, und zwar, wir hätten gerne ändern, da hätte ich gern das und das ist rot, das ist in Ordnung, da machen wir 8 mit 12, speichern, dann dürfen die hier gehen. In der nächsten Phase hätten wir hier, das ändern wir gleich, da dürfen die Fußgänger dann gehen, dürfen sie in beide Richtungen, das ist in Ordnung, da machen wir 3 mit 8 und diesen Schritt schauen wir sich jetzt noch einmal an. Der bringt uns nichts. Diesen Schritt ändern. Speichern. Diesen Schritt löschen wir raus. Und jetzt lassen wir das Ganze starten. Aha. Jetzt sehe ich, dass wir hier wieder das Problem haben, dass sie sich nicht, dass sie sich im Vorfeld entscheiden müssen, wo sie hinwollen. Das heißt, das machen wir hier auch und hier machen wir das auch gleich. Das müssen wir wegnehmen. Wir kriegen schon wieder ein bisschen ein Verkehrsproblemchen, sehe ich gerade. Das muss man sich dann in Ruhe anschauen. Trotz der Mehrspurigkeit gibt es hier wieder das eine oder andere Verkehrsproblem. Das werde ich mir dann auch noch anschauen müssen. Aber wichtig ist, dass das hier funktioniert. Und man sieht, die Leute kommen tatsächlich darüber, gehen über die Straße und verwenden das, um hier zur Bahn zu kommen. Das ist gut. Besser wäre es natürlich, wenn sie unseren öffentlichen Verkehrsmittel verwenden würden. Aber es ist schon einmal gut, dass hier... Oh mein Gott, was ist denn da los? Ich habe übrigens, und das hat man vielleicht ganz kurz vorhin gesehen, ich habe übrigens die S-Bahnen. Ja, das ist jetzt wieder das klassische Beispiel. Ich habe hier noch eine Einfachtraktion, also eine Einfachgarnitur. Und... ja, hier auch. Eigentlich sollten alle schon ersetzt werden durch eine Doppelgarnitur, also sprich 6 Waggons. Allerdings ja,
hat sich das noch nicht selbst so geändert. Ist aber nicht so schlimm, das wird sich dann noch im Laufe der Zeit ändern. Was wir dann vielleicht machen müssen, ist eventuell, ich schaue jetzt da mal schnell, wenn ich hier, Moment, das ist ja dann doch hier drinnen. Jetzt gehen wir da mal auf die Linie S1 und dann schauen wir mal, was haben wir denn hier eingestellt. Also Fahrzeuge habe ich eben nur mehr die großen. Und wie viel sind aktuell draußen? Es ist jetzt 6.30 Uhr. Das sollten dann eigentlich schon 8 Waggons, 8 Züge draußen sein. Das heißt, ja, man sieht es hier, sind die schon eine große draußen, eine kleine, noch eine große. Also die werden im Laufe der Zeit, werden die dann ersetzt werden. Und das ist auch gut so. Und somit sehe ich das jetzt relativ noch entspannt. Wobei da warten ziemlich viele Leute. Wie viel warten denn da tatsächlich? Geht das hier irgendwo? Nein, egal. Wir haben noch was anderes zu tun. Und zwar bevor die Folge aus ist, will ich das hier noch abschließen. Jetzt brauche ich hier nur Schild. Okay, dann schauen wir mal. Sven Berlin hat ziemlich viel gute Schilder gebastelt, die man verwenden kann. Wenn wir jetzt gerne mal schauen, ob wir da was finden. Ja, da haben wir ja schon was. Oh. Ja, da müssen wir natürlich Tree and Prop Anarchy anschalten. Ja, das passt mir da jetzt nicht so ganz drauf, aber ist nicht so schlimm. Dann machen wir da mal ein Sparkasse-Schild hin. Das ist okay, da müssen wir noch ein bisschen nachdrehen. Genau, hoppla. Vielleicht Dekorationen. Procedural Object. Klein wenig raus. Genau, und ein bisschen höher vielleicht. Ja, okay. Das ist okay. So. Dann haben wir ja noch hier dieses Sparkasse-Symbol. Das setzen wir dahin. Machen ebenfalls ein Procedural Object daraus. Sieht doch cool aus. Ist perfekt. Was haben wir hier? Riesig. Passt überhaupt nicht hin. Würde das passen? Naja, auch nicht wirklich. Außer dass man sagt, es sind Buchstaben, die stehen können, aber das können sie nicht. Die gehören eigentlich auf eine Fassade drauf. Das Tesla könnte man hier hinsetzen. Wie sieht das aus, wenn ich das jetzt mal nur so... So. Procedural Objects, editieren, rauf da mit euch. Mal schauen, dass das auch gut an der Wand klebt, sozusagen. Ich glaube, so kann man das lassen. Ah ja, das passt schon so. Gut. Und abschließend
suche ich hier jetzt noch etwas. Ich schaue mal, ob ich es finde. Könnten sogar... Da sind so viele schöne Schilder. Da können wir richtig viel... Wahnsinn! Schande, ist das schön. Kann man hier noch... Ah, Intercity Hotel Logo. Ja, so viele Logos, so viele Schilder. Der hat schon ordentlich was gemacht. So, und jetzt suche ich etwas. Jetzt suche ich noch etwas. Ich hoffe, ich finde es gleich. Kann ich es eigentlich so auch? Noch ein bisschen. Wie sieht es denn aus? Passt das so? Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das lassen wir durchaus so. Vielleicht noch ein Stückchen. Genau. Haben wir da nicht irgendwo eine Fläche, wo das Ding besser hinpasst? Leider nein. Ah. Das darf gerne hier sein. Und das darf gerne hier sein. Was wir jetzt noch schnell machen, ist, dass wir das noch mal kurz mit M markieren. Ein Procedural Object draus machen. Hoppla. So. Wahnsinn. Angeblich eine sehr namhafte Firma, spezialisiert auf Pharmazeutika. Keine Ahnung, was da zukünftig noch kommt. In diesem Sinne, wir sind bei 53 Minuten angelangt und damit am Ende der heutigen Folge. Die letzte Folge im alten Jahr und wie es weitergeht, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Es gibt viele Projekte, die noch auf uns warten und ich freue mich schon riesig, weiterbauen zu können im neuen Jahr mit dir gemeinsam. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, viel Gesundheit für 2022 und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.
Wir sind am Ende der letzten Folge im alten Jahr angelangt. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute für 2022. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus. In diesem Sinne, wir sind bei 53 Minuten und am Ende der heutigen Folge angelangt. Ja, was bringt uns das neue Jahr? Ein bisschen was habe ich schon erzählt. Wir sind am Ende. Ich wünsche dir wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Rutsch dieses Mal noch dazu und bleib gesund. Servus.